Hallo alle zusammen, ich zeige heute einen provisorischen Anschlag mit Häkelnadel. Dazu brauchen Sie Ihr Garn, was Sie überhaupt stricken möchten, einen Hilfefaden für den Anschlag selber. Suchen Sie eins aus, das ein bisschen dicker ist als Ihr und auf jeden Fall glatt. Hier ist ein Schlauchgarn, Sie können auch Baumwollgarn nehmen, das richtig glatt ist. Dann brauchen Sie natürlich zwei Stricknadeln, was Sie zum Stricken brauchen. Eine dickere Häkelnadel und eine feine. Und die feine Nadel suchen Sie so eine aus, wie diese, die ganz dünn am Ende ist. Die wäre zum Beispiel nicht so geeignet dafür mit dieser Spitze, dass wir dann später die Maschen von Häkelnadel auf die Nadel nehmen können. So, am Anfang nehme ich eine größere Nadel und mache eine Schlaufe. Wenn Sie Anfänger sind, dann schauen Sie ein Video, wie die Schlaufe gemacht wird auf verschiedene Art und Weise. Und dann häkeln wir einfach normale Luftkette, nur sehr locker. Machen Sie es bitte nicht zu steif, weil sonst wird es schwerer, Maschen aufzunehmen. Ich werde brauchen vielleicht 10 oder 12 Maschen für mein Stückchen und dafür, dass ich dann besser halten kann in der Hand, werde ich links und rechts noch 4-5 Maschen mehr aufnehmen. Also erstmal 10 oder 12. Machen Sie die richtig groß, richtig locker. Es wird einfach besser, das werden Sie sehen. So etwa 10, ja 12. Und für eine Seite 4 oder 5 mehr und für die andere 4 oder 5 mehr. Wenn Sie große, zum Beispiel für Pullover aufnehmen müssen oder für einen großen Schal, dann müssen Sie etwas mehr an den Rändern nehmen, zum Beispiel 20 Maschen mehr je Seite. Das werden Sie einfach dann feststellen, dass es viel schöner ist, aufzunehmen. Und ab und zu fehlen einfach die letzten Randmaschen, die letzten Maschen zur Aufnahme. Da muss man alles von vorne anfangen. Also jetzt schauen Sie mal. So sieht die Kette von der richtigen, von der rechten Seite aus. So wie ein Zöpfchen. Sie müssen umdrehen auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass in der Kette in der Mitte laufen Knötchen. Diese Knötchen brauchen wir. Wir werden da reinstechen und Maschen aufnehmen. So. Normalerweise der Nadel aufnehmen, da in diese mittlere Knötchen reinstechen und aufnehmen. Das versuchen wir jetzt, damit ich zeigen kann, wieso ich Häkelnadel lieber brauche. So, wir stechen genau in diese Knötchen. Erst lassen Sie hier etwas hängen, ist einfach bequem in der Hand zu halten. Und dann Faden nehmen und einfach wie eine rechte Masche stricken. Es geht natürlich mit der Nadel, mit normaler Stricknadel, ja? Gut, ich zeige nochmal ein Knötchen in der Mitte. Da reinstechen. Sehen Sie, das ist ja auch gut, weil lässt sich gut reinstechen, weil das ein glattes Garn ist. Nehmen Sie ein Polyester, auch runde Polyester, jetzt ganz viel zum Kaufen gibt es, runde aus Stoffen gemacht. Das sind so wie Schlauchgarne. So, es geht, aber es geht langsam. Und wenn Sie die Kette zu eng gehäkelt haben, dann ist das sowieso alles schwer. Da müssen Sie wirklich sich quälen, diese Knötchen zu finden. Und so, und das ist zum Beispiel unbequem, ein Knötchen zu klein. Darum habe ich eine Nadel genommen, die etwas so etwa wie Stricknadel in der Dicke ist oder noch kleiner und ganz schmal am Ende. Ich nehme die jetzt wieder, die aufgenommenen auf den Häkelnadel und schauen Sie mal. Mit der Häkelnadel geht es viel leichter. Sie stechen einfach rein und holen Sie den Faden. Passen Sie auf, das ist die rechte Seite. Immer wieder prüfen. Dieses schmale Knötchen war kleine Knötchen. Übrigens, wenn es nicht geht, dann können Sie zum anderen überspringen und aufnehmen. Ich möchte aber weiterkämpfen, damit ich zeigen kann. Sehen Sie, das geht ja auch trotzdem mit Häkelnadel. Nächste Knötchen. Immer wieder prüfen, das ist die rechte Seite, das ist die falsche Seite. Und die Knötchen aus der Mitte.
Wenn Sie sehr viel aufnehmen, kann schon passieren, dass man das nicht richtig gut erkennen kann. Sie müssen immer wieder prüfen, rechte Seite, linke Seite und Knötchen. Wieder nur die Knötchen. Und zwar nur in der Mitte. Ich nehme noch zwei auf. Und wenn Sie überspringen müssen, bei großen Sachen immer wieder, das mache ich jetzt, eine habe ich übersprungen, dann haben Sie, wenn Sie zu viele Maschen aufgenommen haben, Sie noch eine Menge hier übrig, wenn es was nicht klappt, noch mehr aufzunehmen. Tja, ich habe Besuch. 12 Maschen habe ich aufgenommen und jetzt, was praktisch ist, ich schiebe jetzt alles auf die Stricknadel. Ach ja, die ersten, wenn Sie mit der Nadel aufnehmen, dann liegen die Maschen richtig. Wenn Sie mit Häkelnadel aufnehmen, liegen sie so in die Richtung, also verschränkt. Ich nehme sie von hinten auf, dann liegen sie wieder richtig. Ich drehe sie damit um. So sehen Sie, jetzt liegen sie wieder alle zusammen, alle richtig. So, einfach von hinten. Natürlich können Sie auch so aufnehmen, aber dann müssen Sie erste Rückreihe verschränkt stricken. Wenn Sie das mögen, machen Sie ruhig. Aber ich möchte ihn glatt stricken, das heißt, meine Rückreihe wird linke Masche. Die linke Masche verschränkt mag ich nicht so gerne stricken. So. Jeder hat eigene Vorlieben. Ein bisschen Nadeln sortieren. Und jetzt können Sie weiter stricken, das ist eine Rückreihe. Die stricke ich dann in glatt. Ich werde auch Randmaschen stricken jetzt. Kettmaschen. Und das aber in der ersten Reihe, damit es hier nicht rausrutscht, stricke ich sie noch richtig wie die alle anderen auch links. Also ich stricke einfach linke Masche durch. So und plautere dazwischen. Wozu brauchen Sie diesen Maschenanschlag provisorischen? Sie brauchen diesen Anschlag, wenn eine Anleitung steht, später von diesem Rand in die andere Richtung wieder Maschen aufnehmen, übergangslos, nahtlos und weiter stricken in die andere Richtung. So die erste Reihe stricke ich hier. Oder Sie möchten, wenn Sie das so gerne machen, auch die Ränder dann zusammentun, zum Beispiel wie in einem Loop, und schön vernähen mit einer Wollnadel, auch übergangslos, nahtlos. Für die beiden Sachen brauchen Sie diesen sehr nützlichen Anschlag. Jetzt stricke ich noch ein paar Reihen drüber, dass ich Ihnen zeigen kann, wie ich dann diesen Faden auflöse und wieder die Maschen von der anderen Seite aufnehme. Jetzt kann ich mit Randmaschen schön anfangen. So, und jetzt stricke ich einfach ein bisschen. Natürlich lässt es sich jeder Muster hier stricken. Stricken Sie das, was Sie geplant haben, ob das Rippenmuster, Patentmuster, Ajourmuster, einfach glatt, kraus, alles, alles, das geht alles. Wenn Sie zum Beispiel eine Lace-Stole geplant haben, wo das Muster nur in einer Richtung richtig liegt und dann stricken Sie von der Mitte aus in eine Richtung und Ihr Muster schaut zu den Enden, zu den Spitzen, dann nehmen Sie von diesem Naht wieder aufmaschen und in die andere Richtung stricken, auch dieses Muster, was nach links dann ausläuft und dann Schal wird richtig bei der Spitzen richtig legen, wenn Sie ums Hals gelegt haben. Das ist ja auch dafür ganz gut bekannt. Oder wenn Sie eine Bordüre stricken, eine lange Bordüre für etwas und am Ende lösen Sie wieder den Faden auf und von dieser Stelle stricken Sie den Schal hoch. Genau, da wird es über auch wieder keine Naht. Alles wie in einem Stück gestrickt aussehen. Die werden immer wieder sowas brauchen. Ich habe jetzt ein Stückchen vorgestrickt. Jetzt sieht man besser, dass die Kante unten, die ganz dicke provisorische Kante unten so ist. Also jetzt zeige ich, wie ich das weg mache. Wir haben hier Knoten gehabt, das wird nicht so schön gelöst werden, das geht nicht. Aber hier auf dieser Seite, ich habe hier einen festen Knoten gehabt, den lösen wir einfach auf. Ich drehe jetzt in die andere Richtung. Und gleich die erste Masche auffangen.
Die erste ist noch ein bisschen komplizierter. Da auffangen und da auffangen. Nichts verlieren bitte. Ja, ich musste natürlich abschneiden. Ich wollte nicht abschneiden. Hätten wir hier abgeschnitten, könnten wir rausziehen. Ich brauche aber meinen Faden noch komplett. Dann kann ich einfach ein bisschen langsamer machen. Aber es wird trotzdem klappen. Das ist für Sparsame wie mich. Da gibt es bestimmt jemand noch sparsamer, der nicht so gerne Garne schneidet und die nochmal verwendet. Das löse ich natürlich viel einfacher, wenn das abgeschnitten ist. Wir müssen nur am Ende nochmal prüfen, ob wir alle Maschen da haben. So, und jetzt einfach alles weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Je glatter sie haben, Garn hatten, desto einfacher ist es abzuheben. So, jetzt haben wir auf zwei Seiten, wo der Faden hängt, da war der Anfang. Jetzt zählen wir mal die Maschen. 12 und hier müssen auch 12 sein. So, 12. Beim Auffangen habe ich Ihnen nicht zeigen können, dass dieser erste Faden, wenn Sie ihn nicht auffangen, das war so von der letzten Reihe hier, dass es wie eine Schlinge aussieht. Wenn dieser wird nicht schön aufgenommen werden, das hängt dann erstmal und dann eine Masche fällt. Sie müssen schon richtig aufpassen, dass Sie alles erwischen. So, und wenn ich jetzt hier anderen Faden aufnehme, ich nehme jetzt einfach andere Farbe, damit es besser zu sehen ist. Und ich brauche noch eine Nadel. Der habe ich. So, wo das Schwänzchen war, das war die falsche Seite. Einfach Faden, neue Faden aufnehmen. Und ich habe hier glatt rechts gestrickt, also stricke ich hier auch weiter glatt rechts. Wenn ich gleiche Farben genommen hätte, ich habe jetzt Randmasche abgehoben und dann am Anfang der Reihe wieder rechts verschränkt gestrickt. Mache ich auch weiter so. Das ergibt sich eine schöne Kettmasche, Kettrandmasche. Vielleicht schöner als normalerweise, wenn die erste abgehoben wird und die letzte gestrickt. So, die zweite Reihe. Und jetzt sehen Sie, kein Übergang, übergangslos. Sehen Sie. Und am Ende können wir auch wie bei einem Loop zusammen machen und hier vernähen. Und da ist aber ein anderes Video dafür. Tschüss, viel Spaß beim Stricken!